Ich muss jetzt los. Oh, wow, wow, okay, danke, dass ich jetzt Victoria's Secret kenne. Was soll denn das sein, junge Dame? Ein Badeanzug? Vielleicht für eine Elfe. Unschicklich, unschicklich. Ich wollte doch nur am Pool abhängen. Ja, also damit bestimmt nicht. Oh, bitte. Dann gehe ich eben auf Entdeckungsreise. Moment, hast du deinen Extra-Akku, Meier? Ja. Taschenlampe? Immer. Pfefferspray? Dabei. Taschenmesser, Schlüssel, Glasschneider? Hab ich. Mini-Handfackeln? Ja, ich hab alles. Warte mal, noch was. Da. Steht auf Überwachung. Dann kann ich alles mithören. Oh nein, echt jetzt? Ich komme mir wie ein Einsatzteam vor. Sicherheit ist ein Muss. Und kein Verdruss. Mr. Belot. Hier ist eine Karte des Hotels. Nicht nötig, ist schon eingescannt. Zzzt, geladen und gesichert. Sir? Ja? Da lang. Sie hielten sie falsch rum, als ich sie gescannt habe. Deswegen Ihre Schuld. Hab gehört, Sie kommen mit den Dingern ziemlich gut klar. Ja, sag bei mir nach. Der Schnüpfer. Oh! Nichts passiert. Hab's noch drauf. Komm schon, Dad, wir machen Urlaub. Versuch ihn zu genießen. Irgendjemand räumt das ganze Hotel aus! Ihre Uniform, wie gewünscht, Officer Blood. Wir brauchen kein Backup, Blood. Ich auch nicht. Wenn es einfach wäre, Security Officer zu sein, könnte es jeder. Es braucht schon eine besondere Gabe. Jemanden mit Spider-Man-Sensoren. Hast dich gesehen. So ein sauberes Glas. Wir sind ausgebildet zu entdecken, verhindern, beobachten und zu melden. Aber es gibt einen Mann, der mehr tut als das. Und ich bin dieser Mann! Tut mir so leid, Mann. Möchten Sie Ihr Bett gemacht haben? Wissen Sie, was Sie da gemacht haben? Verkehrswidriges Überqueren in einer Geschäftszone, Sir. Eigentlich heißt das, Officer. Geben Sie mir trotzdem einen Strafzettel? Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, falls Sie mal einen trinken gehen wollen. Ich trinke nicht. Aber reiten tue ich.